Mahlzeit. Na, Glückwunsch. Die Wahl, das Heizöl und die Grünen, sage ich diesmal. Wie ich darauf komme, zeige ich auch gleich. Ich hatte ja vor kurzem erst noch gesagt, komisch, bestimmt nur ein zeitlicher Zusammenhang, die Wahl des Heizöl und Donald Trump am 4.11., als er nämlich abgewählt wurde. Da schienen sich manche Leute zu trauen, jetzt können wir mal richtig mit dem Preis in die Höhe gehen. Dass in diesem Preis viel Politik steckt und so weiter, das wissen wir ja alle. Aber jetzt weiter, nochmal hierzu. Und zwar, ich habe mir mal diese Preissprünge, könnt ihr dann selber mal machen. Ich habe mir mal diese Preissprünge angeguckt und bloß von der Wahl bis hierher sind das 1,65% pro Tag Steigerung. Wie ich darauf komme, dass das so eine endlose Steigerung wird, sage ich auch gleich noch. Beziehungsweise, wenn ich das hochrechne, sind das 594% bei 360 Tagen, bei 365, das sind Banktage 360, bei 365 Tagen wird es auf jeden Fall 600%, also eine Versechsfachung des Preises. Wenn ich jetzt von rund 80 Cent, und da sind wir nämlich gleich, pro Liter ausgehe, ne, 6 mal 8 zu 48, dann sind wir von den 5 Euro pro Liter, was sich die Grünen vorstellen, gar nicht so weit weg. Also ich kann nur sagen, Leute, macht was. Denn die anderen Parteien sind ja mittlerweile auch sehr, 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 sehr grün geworden, oder? Gut. Jetzt mal ganz kurz gezeigt, was hier passiert. Ich gucke immer wieder die Heizöl- und die Goldpreise an, weil da lässt sich doch einiges für die Zukunft ablesen, was passiert und so weiter. Hier nochmal die Kurve, was Trump angeht. Hier 11.11., 4.11. und dann geht's hoch. Ich hoffe, ihr seht das. Warte mal, ich mache mal aus. 2019 mache ich mal aus. Und ich mache mal auch 2021 kurz aus. Ne, hier, so sieht man es. Ab hier ging es bergauf. Allerdings nur im Preis. So, jetzt nehmen wir uns mal den Preis an von 2021. Der war hoch. Achtung, hier wechselt dann immer der Maßstab. Ne, hier, anderer Maßstab als hier. So, und jetzt ging es hoch. Zu Anfang des Jahres, dann waren wir im März, da gab es einen kurzen Ruck. Man will ja die Leute über Ostern auch nicht verärgern, ne? Sag ich jetzt einfach so. Und jetzt guckt mal hier, jetzt wurde es langsam sicher, jetzt wurden viele andere ausgeschaltet, die dann nicht mehr sprechen durften. Und jetzt wurde man sich sicherer. Das ist nicht bloß der böse Saudi, das ist alles Käse. Da geht es schon lange nicht mehr drum. Sind auch nicht die bösen USA. Oder die bösen Russen, das ist alles Quatsch. Hier geht es nicht um böse und gut, hier geht es einfach, doch, hier geht es um böse und gut, aber hier geht es um Politik. So, und da der Maßstab jetzt ein bisschen ruckelig wird, weil das ja so steil bergauf geht, habe ich mal gesagt, nehmen wir mal ein Jahr hier unten. Also wenn ihr nach unten scrollt, habt ihr hier die Möglichkeit. Und wenn ich mal das Maximale angebe, gibt das immer Schwankungen, natürlich, auf jeden Fall. Nur da steckten ja auch Bankenkrisen und Ähnliches dahinter hier, ne? 2008. Wir nehmen mal die 7 Tage, auf die ich mich hier berufe. Auch hier ist schon wieder ein paar Bruchteile nach oben gegangen. Hier war der 26.09. Wahltag, 76,26 € und schon am nächsten Tag 77,52 €. Na und dann und so weiter und so fort. Alles klar. Jetzt nehmen wir mal ein Jahr, dann sieht man das besser, ne? Sehr schön aufgelöst. Hier kann man das auch viel besser zeigen. Na und so weiter. Spielt selber damit rum. Sagt euch, was passiert jetzt, was kommt jetzt. Es geht nicht bloß einfach um 5% Steuerungsrate und Inflationsrate. Nee, 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 nee. In der Inflationsrate ist nebenbei auch der Energiepreis mit drin. So, Leute, wir müssen den Wahnsinn begrenzen. Ich habe heute schon wieder seltsamen Anruf bekommen. Ich soll doch bestimmte Leute nicht mehr nennen. Das muss man sich mal vorstellen. Menschen, die es gut meinen, haben plötzlich auch Bedenken, offiziell, weil sie es gut gemeint haben, genannt zu werden. Ei, 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 ei. So, naja, gut, so. Lassen wir das bis dahin. Der Ausblick ist grauselig, finde ich, für alle die, die selber heizen. Klar, für die Mieter wird es auch spannend, aber letzten Endes ist ja auch schon im Gespräch zu sagen, ja, da muss eben der Vermieter sich mit dran beteiligen. Die bösen Besitzenden sind ja immer schuld. Naja, und so weiter. Gut, das war's bis dahin. Einen schönen Tag. Leute, macht was, aber macht's gut, ne? Macht alles, was ihr könnt. Alles. Alles hilft. Bis dann. Tschüss.